Simona Pöse, Jahrgang 1963, ist zur Wende Kindergärtnerin in Erfurt. Sie hat wie alle Kindergärtnerinnen in der DDR ein vierjähriges Studium hinter sich und liebt ihren Beruf. Doch nun sehen viele in West und Ost kritisch auf die durchorganisierte Einheitserziehung der DDR. Man war damals in so einem Zustand, dass man glaubte zu wissen, was man alles nicht mehr will. Aber man wusste noch nicht so recht, wo das eigentlich alles hingehen sollte. Die Verunsicherung hat Folgen. Nach der Wende werden im Osten kaum noch Kinder geboren. Zum 1.9.1993 werden 57 und 1994 weitere 23 Kindereinrichtungen geschlossen. Auch Simona Pöse verliert ihren Job. Sie beschließt, wie viele andere auch, in den Westen zu gehen. Dort fehlen Erzieherinnen. Wiesbaden soll ihre neue Heimat werden.